Wilde Raucherpausen eines Jobcenter-Arbeitnehmers können ein Grund für eine fristlose Kündigung des Arbeitsvertrages sein. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ja, meine Damen und Herren, Sie wissen es ja auch, wir sind überwiegend im Rentenrecht beruflich tätig. Aber es gibt bei uns auch manchmal Schnittstellen im Rentenrecht, die auch das Arbeitsrecht berühren. So zum Beispiel auch die Frage, ob ein Arbeitsverhältnis dann automatisch endet, wenn zum Beispiel der Arbeitnehmer eine Altersrente beantragt oder er eine befristete Erwerbsminderungsrente bekommt. Ja, meine Damen und Herren, und dann bekommen wir auch manchmal Kenntnis von ganz interessanten Vorgängen, die das Arbeitsrecht berühren und so auch ein Fall, den das Landesarbeitsgericht Thüringen am 3. Mai 2022 zu entscheiden hatte. Eine Mitarbeiterin eines Thüringer Jobcenters legte während ihrer Arbeitszeit sogenannte wilde Raucherpausen ein. Das heißt also, sie ist dann immer mal aufgestanden, ist rausgegangen und hat eine Zigarette geraucht. Und das lief wohl im Schnitt werktäglich bis zu 7 Mal ab. Es gab in dem Jobcenter eine Dienstvereinbarung und die sah vor, dass Pausenzeiten zu dokumentieren sind und zwar durch Einstempeln und durch Ausstempeln. Also wenn die Mitarbeiterin zum Rauchen den Arbeitsplatz verlässt und das Gebäude dann verlässt, muss sie ausstempeln und wenn sie wieder reinkommt, muss sie einstempeln. Das führt letzten Endes dazu, dass diese Pausenzeiten dann durch längere Arbeitszeit der betreffenden Mitarbeiter zu kompensieren sind. Ja, und was hat die Dame gemacht? Die hat praktisch im Grunde genommen sich geweigert, diese Raucherpausen, diese wilden Raucherpausen zu dokumentieren, obwohl sie dazu verpflichtet gewesen wäre. Sie hätte also einstempeln und ausstempeln müssen, hat sie aber nicht getan. Sie ist dann vom Arbeitgeber angesprochen worden und auch gebeten worden, das bitte zu unterlassen. Sie solle doch bitte ihre Pausenzeiten dokumentieren, auch ihre Raucherpausen. Das hat sie aber verweigert und sie hat dann freiweg weitergemacht. Daraufhin hat ihr Arbeitgeber ihr eine fristlose Kündigung und hilfsweise ordentliche, fristgerechte Kündigung auf den Tisch gelegt und hat gesagt, das reicht uns jetzt. Bitte verlassen Sie die Arbeit, Sie sind fristlos gekündigt. Ja, gegen die fristlose Kündigung und gegen die hilfsweise ordentliche Kündigung hat die Mitarbeiterin dann Klage beim Arbeitsgericht eingelegt und das Arbeitsgericht hat dann gegen die Klägerin entschieden und hat gesagt, dass die fristlose Kündigung und auch die hilfsweise ordentliche Kündigung gerechtfertigt sind. Das hat sie sich aber nicht gefallen lassen und hat dann Berufung gegen dieses arbeitsgerichtliche Urteil eingelegt und rief dann sozusagen das Thüringer Landesarbeitsgericht auf den Plan. Und die Thüringer Richter haben dann schlicht und ergreifend die Berufung abgewiesen und haben der Klägerin ins Stammbuch Folgendes reingeschrieben. Die fristlose Kündigung des Arbeitgebers, hier das Jobcenter, ist gerechtfertigt. Die Klägerin hat wilde Raucherpausen eingelegt. Sie war verpflichtet, ihre Pausenzeiten zu dokumentieren. Das hat sie auch auf Hinweis des Arbeitgebers beharrlich verweigert. Und deshalb liegt nach Ansicht der Thüringer Arbeitsrichter hier ein sogenannter Arbeitszeitbetrug vor. Arbeitszeitbetrug liegt immer dann vor, wenn ein Mitarbeiter für einen näher genannten Zeitraum seine Arbeitsleistung erbracht haben will, obwohl er dies tatsächlich nicht oder nicht im vollen Umfang getan hat. Und das wiederum ist eine schwerwiegende Verletzung der arbeitsvertraglichen Verpflichtungen und stellt somit gegenüber dem Arbeitgeber einen schweren Vertrauensbruch dar, der dann auch berechtigt, ohne vorherige Abmahnung die oder den Arbeitnehmer zu kündigen. Und das ist dann hier letzten Endes auch hier rechtmäßig durch das Jobcenter
geschehen. Das heißt also, die Mitarbeiterin hat ihren Job verloren, weil sie wilde Raucherpausen eingelegt hat. Auch das Argument der Klägerin, sie sei nikotinabhängig und müsse deshalb öfters rausgehen zum Rauchen und deshalb auch nicht verpflichtet sei, hier zu dokumentieren, haben die Thüringer Landesarbeitsrichter nicht gelten lassen. Sie haben gesagt, sie hätten einfach nur ihre Karte nehmen müssen, beim Rausgehen, beim Rauchen abstempeln und beim Reingehen wieder einstempeln. Das hat mit der Nikotinabhängigkeit doch bitteschön nichts zu tun. Ja, meine Damen und Herren, so kann es gehen. Wilde Raucherpausen ohne Dokumentationspflicht des Arbeitnehmers oder das, die Pausen zu dokumentieren, können zu einer fristlosen Kündigung oder hilfsweise ordentlichen Kündigung führen. Ja, meine Damen und Herren, ich stelle Ihnen als allerletztes nur noch die Frage, hätte das wirklich sein müssen? Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich habe zu diesem Urteil einen interessanten einen Beitrag geschrieben auf rentenbescheid24.de. Der wird dann auch veröffentlicht. Können Sie gerne nochmal alles nachlesen. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.